Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Binding of Isaac Rebirth. Ich bin recht tiefenentspannt, obwohl ich meinen letzten Run einfach nur versaut habe. Oder, nee, ja, doch schon versaut. Ich würde sagen versaut. So, versaut! Ich bin sauer! Nee, ist alles gut. Also ich muss das ganz... Und Ben ist jetzt dran. Ja. Und wir sind voll. So, ich muss es Continue machen, um mit Lazarus zu spielen, oder? Nein. Nein, was muss ich machen? Ich habe es schon mal für mich angedeutet, dass ich fürs nächste Mal auch Lazarus nehme. Und du darfst jetzt schön mal eine Challenge machen. Was nehmen wir denn? Nein, darfst du nicht. Darf ich nicht? Müssen wir von oben nach unten gehen? Also, ich finde, jetzt können wir die Regel schon mal beugen oder so. Beugen oder brechen? Ach, von mir aus können wir... Wir lassen das aus. Wir machen überhaupt keine Challenges mehr. Ding! Challenge accepted! Ja. Das Problem ist, wir haben Blastbomben, Ippekack und das Schlimme daran ist, den Spiegel. Das heißt, unsere Schüsse kommen zurück. So, wie ging das jetzt? So? Ja, eigentlich zur Seite weg. Die kommen auf dich zu und du rennst seitlich weg. Und dann halt in die Richtung zielst du dann hinter dich. Alles klar. Aber eigentlich, also wenn du jetzt... Geht gut los. Du hast noch eine Pille dann. Ich versuch gerade herauszufinden, ob da der gar Heimraum ist. Na, dann wirf du einfach so hin. Ja. Reicht das denn? Ich glaub schon. Okay. Ah, Boss of Steel. Top. Das war blau. Genau, ja. Für Gegner ist es so am besten. Und für Truhen oder... Nee, für... Das war gut. Für Feuer oder sowas, wenn du das überhaupt sprengen willst. Alter, hast du Lack. Da ist übrigens so ein Stein. Gut, dass du ihn sprengen wolltest. Ja. Sehr gut. Nein. Boah, ja, das war gewollt übrigens. Warte, wie war das? Ich stell mich hier hin, schieß nach oben und renn weg! Perfekt. Ja, gut gelernt, oder? Das Schöne ist, ich halte die ganze Zeit den Controller in der Hand, aber ich werde, glaube ich, nie mitmachen. Das ist schwierig, auf jeden Fall. Wir werden uns ins... Chill doch mal, Junge. Völlig aufgeregt. Hast du dir auch die Schüsse dann? Ja, oder? Ja. Ja, das Problem ist, ich krieg die hier nicht gesprengt, während die über diesen Steinen sind. Ja, dann warte doch. Jetzt hast du wieder alle vier, ne? Ich gehe nach oben weiter. Das ist verrückt. Das war der Plan. Nicht schlecht. Ja, nach unten ist es auch ein wenig schwerer zu schießen. Ja, na irgendwie hat die fliegen da kürzer. Beziehungsweise man sieht es nicht, wie die fliegen. Ja, weniger Druck oder so. Das ist schon mal ein X-Stein. Sehr schön deine Reaktion, wenn man merkt, scheiße, es ist nicht eingeschlagen oben. Ja. Ja, Geld. Ah, geil. Dann war der X-Stein dann nicht mal ein blauer. Ja. Nicht mal ein blaues Herz so rum. Nee. Im Kreis rennen. Panisch im Kreis rennen, wenn es nicht explodiert ist. Das sollte ich hinkriegen. Das ist die perfekte Lösung. Aber wie gesagt, das Gute ist, man kann die ganzen Geheimräume damit aufsprengen. Ja. Und es ist ja und es irgendwo ein Bosskiller. Ja. Wir haben Sicherheit gut genug. Anstellt! Ran im Kreis rennen, sehr gut. Boah. Ja, hinterrücks erschossen. Zerbombt. Range up. Ist natürlich. Schön, weil jetzt fliegen sie noch weiter wie hinterher. Das stimmt. Doof. Na, machen wir noch einen Boss Rush. Klar. In diese Challenge mit rein. Oh, muss echt bis zum Herz? Ich wollte gerade sagen, muss bis zum Herz. Das wird ein Riesenspaß für die ganze Familie. Also, Leute,
Holt eure Familie dazu. Welche Richtung muss ich rennen? Links oder rechts? Also hoch oder runter? Rechts. Also ist es hoch oder runter? Hoch. Sicher? Ja. Nein, war's nicht. Du Arsch. Aber eigentlich ist es sonst die Richtung. Ah, wir sind ja im Challenge-Mode. Das ist nicht eigentlich. Ja, du mich auch. Ja, ich weiß. Du bist aber auch intelligent. Das war schon immer. Ein bisschen hibbelig. Ich bin panisch. Einfach nur panisch. Ja gut. Ja gut, man muss sich einfach nur loben. Dann geht das. Er hat getroffen. Du hast ja getroffen, wurde ja auch von mir geschossen. Er hätte aber dich getroffen. Ah, nein. Der fliegt wirklich extrem weit hinterher. Ja, so einen aus der Hüfte zu schießen ist nicht so. Emperor? Sehr gut. Goldräume gibt's ja nicht, oder? Nee. Larry! Larry Junior. Okay, in so einem Raum. Das mag gehen, denke ich. Erstens tust du ja sowieso alles zersprengen und die sterben halt mit einem Schuss. Oh. Ja, gut hingelenkt, oder? Das war Absicht übrigens. Riesig. Ich hoffe, das hast du gesehen. Du bist eine Maschine vor dem Herrn. Oh, jetzt kannst du noch schneller Bomben schießen. Ich bin eine Maschine vor dem Herrn? Ja. Aber haben wir nicht letztes Mal festgestellt, dass du der Cyborg bist und nicht ich? Da war ich. Also ich muss sagen, wirklich beim Herz habe ich mich selbst übertroffen und dann bin ich einfach beim Teufel gestorben. War nicht so schön. Kann sein, dass sie jetzt gerade. Schön. Es ist so entspannend. Du kannst mich auch mal. Ja, oh, die ganzen Pilze kaputt gemacht. Und nein, oder? Ich glaube schon. Ja. Also so drauf gehen. Ja, du kannst ja jetzt erstmal auf die Pilze zielen. Pro, Junge. Nee. Ja, bald hast du bestimmt wieder normale Schüsse. Jetzt. Ah, das war schon mal der Stein. Ja. Das ist zu kurz. Bowser's Seal! Ja. Den anderen lässt er weg. Oh, du bist schön klein. Oh, was? Sei froh, dass ich nicht zurückkam. Wie der. Wenn man jetzt noch hier Bombenliebe kriegen könnte. Das gibt's doch gar nicht. Doch, bei. Den Witz hast du vor uns schon gebracht. Ja, ich weiß. Vor uns? Nee, gestern. Gestern? Ja. 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 Du kannst einfach mal alles abgeben. Alter, das ist doch schon wieder Lack. Gut, die Schoko-Dings. Schokomilch. Kann ich da sogar mit einsteigen? Das kannst du mitmachen, auf jeden Fall. Richtig schön. So, Leute, wir haben die Challenge einfach mal abgebrochen. Das ist ein Sack, ey. Warum hab ich nicht mal ein Glück? Ein Glück? Ey, das ist auch. Du kannst auch zwei Glück haben. Ja. Alter, weißt du gerade, wie froh ich bin? Das kannst du dir, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen. Und das in der dritten Ebene, ey. Das ist doch. Du warst gar nicht genug bestraft. Irgendwie nicht. Aber ich glaube, das ist, weil du den letzten Run so versaut hast, dachte sich das Spiel. Versaut? Ich bin wieder der Böse. Na ja, klar. Weißt du, gut. Wir hätten eine Winstreak von 10 haben können, aber nee, jetzt haben wir 0. Das kann das Spiel wahrscheinlich gar nicht darstellen. Also es ist nur im einstelligen Bereich. Ja, ja. Danach stürzt es immer ab. Das kann natürlich sein, ja. Das bedeutet ja auch, dass wenn wir irgendwann mal bei minus 9 sind. Bin ich erschrocken. Drei Stück, nicht schlecht. Wenn wir bei minus 9 sind, muss es uns automatisch gewinnen lassen, oder? Nee, es stürzt ab. Achso. Eine Spur. Sehr gut. Blaue Herzen kann ich immer noch ganz gut verbrauchen. Ich merke schon.
Ich wollte schützen. Ist okay. Ich kann einfach einen Kreis um ihn herum. Ja, das war mein Plan. Ging nicht. Scheiße. Kuss ab. Brimstone. Eigentlich. Ja. Ah. Okay. Kann ich. Oder komme ich erstmal nicht rein? Ich ja, könnte. Kannst dann wieder. Aber ein halbes Herz. Nee, das ist zu gefährlich. Oh, das ist wirklich einfach mal den komplette Challenge abgebrochen. Frage, lohnt sich das? Naja, ich finde schon, weil der Brimstone gibt es halt immer mit dem Poison Damage. Was halt ziemlich geil ist. So, so. Okay, das ist eklig. Ah, du hast schnell einen Shotspeed, also. Ja. Daher. Das nennt man Brimstone, Weichei. Was soll das da? Ah, gut. Kannst du ihn dir holen. Sehr gut. Tada! Ach, trotzdem, das ist irgendwie mal so blaue Herzen, wären schon was Cooles. Ja, könntest du, du hast 11 Bomben und brauchst die blaue oder halt Health ab. Ich habe irgendwie gerade ein bisschen Angst vor Bad Trip. Puberty. Wizard. Oh, Wizard. Nee. Oh. Ja, dein Schaden ist noch nicht recht. Oder noch gar nicht hoch. Nee, überhaupt nicht. Noch gar nicht recht hoch. 13 Münzen. Okay, eine Bibliothek. Und Schutzbuch oder ja. Damage? Beides auf jeden Fall mal aufheben. Ja, die Frage. Damage-Up wäre schon nicht so verkehrt, glaube ich. Wäre fürs Schutzbuch. Meinst eindeutig. Du kannst schießen, wenn du den Schutz hast. Kann man? Ja. Bei dem Schutzbuch kannst du schießen. Okay. Das heißt, du rennst einfach weiter, hast deinen Schutz und kannst die alle totschießen. Ja gut, dann hören wir mal auf Flo, ausnahmsweise. Und 3 Räume ist nicht so viel. Na gut, das andere Buch ja auch gehabt. Ja. Aber Schaden, hm. Das ist mehr. Ja. Kacke. Ich hatte gehofft, dass die blauen Spinnen das vorher killen. Man wird immer ans Schutzbuch denken. Ja, ja. Okay. Oh, okay. Ja, doch. Gib mir bitte ein HP ab, bitte. Oh, zwei Münzen, ne? Du bist mein Freund. Guter Mann. Okay, also das ist ja echt jeden Raum hier. Ja. Ebene. Naja, bis auf den Goldraum dann eben. Der Shop kommt ja auch noch. Gut, das Auge hat gleich mal ausgetötet. Schade ist natürlich, dass es keinen Lord of Spider gibt oder sowas. Das wäre geil, wenn es irgendwie sowas geben würde. Naja, es ist doch naheliegend, weil es gibt ja auch Spinnen-Items halt und auch recht viele. Du hast ja jetzt allein schon 2. Gut, vielleicht wurde irgendwann mal sowas reingepatcht. Cool. Oder gab es nicht beim alten Isaac noch ein DLC? Ja, aber es hat zwar auch mehr Items reingemacht, aber mehr auch nicht. Das war das Wrath of Lamb. Ja, naja, aber da kann es ja sein, wenn hier ein DLC ach kommen so, dass sollte, hier auch ein DLC kommt. Ja, das stimmt. Dass sowas dann mit bedacht wird. Sehr geil, also. Sollen wir vielleicht mal irgendwo hinschreiben. So, suchst du noch einen Shop oder nicht? Das ist die Frage. Vielleicht auch einfach so für blaue Herzen noch mal gucken. Ah, hier ist kein X-Stein. Ich hatte eigentlich immer Ausschau gehalten. Ah, wow. Glücklich gesprengt. Ja, war schon. Da muss man mal ein bisschen loben, ne? Praktisch du. Praktisch in der Land. Auf jeden Fall beim nächsten Mal Damage irgendwie noch bekommen. Ja. Dann machen die Spinnen auch ordentlich Schaden. Das ist wohl wahr. So, ja, ist die ja, geht man spielen, geht man nicht spielen, das ist die Frage. Das nimmt halt immer wieder so extrem viel Zeit in Anspruch. Ah, ich guck mal rein, vielleicht sind ja auch Bettler da.
Wenn nicht, kannst du immer noch sprengen. Ja, komm, spreng mal. 11. Pupsen beim Münzen aufheben. Hat seine Chance gehabt. Schlüssel. Ah, ist okay. Ja, sagen wir so, und er hat kein Trink, überhaupt kein Trinket. Die Frage ist halt, hebt man die Schlüssel auf oder... Achso, stimmt. Der war ja im anderen Dings. Was denn? Der ist doch gar nicht hier. Nee, deswegen. Der war ja in dem anderen gewesen. Das wäre auch geil so, wenn man den goldenen Schlüssel hätte, dass der ja unendlich an den Bettler gehen geben könnte. Also hier könnte der Geheimraum sein. Nehmen wir auch. Blau, bitte. Weiß. Hat man schon. Liberty. In die Ecke, ja. Dahin. Und dahin. Reicht das? Ah, na gut. Yay. Puberty. Naja, da ist Puberty besser. Ja, dann ist wenigstens das Slot wieder leer. Wenn es wenigstens noch irgendwie was anderes außer Haare auf den Kopf geben würde. Was soll es denn geben? Na, Blut im Gesicht. Zum Beispiel. Ich mache wirklich noch. So zum Treffen. Juhu! Noch mehr Damage. Speed und Damage. Sehr geil. Das ist geil. Garantierter Devil hier. Ja. Und mit den zwei schwarzen Herzen, die man noch bekommen hat, sehr angenehm. Akzeptabel, ja. Dann würde ich sagen, spiele ich sogar wieder mit. Ja, für den Schwarzen kannst du reinkommen. Jetzt ist mein Controller kalt, so eine Scheiße. Jetzt mal weiterhin gewärmt. Bereit? Den habe ich noch. Ah, wie viel hatte ich? 4. Du hast jetzt ein schwarzes, genau. Ich habe 3. 3. Schauen wir mal kurz rein. Ne. Ja, wobei. Ne. Ne? Sagst du ne? Wusch. Bringt nichts eigentlich, nee, oder? Aber das andere. Ja. X-Stein auf jeden Fall. Wo? Naja, unten gleich. Du kannst schnell rüberspringen. Also. Dann machen wir das auch. Ah, man kann nicht rüberspringen. Jetzt schieben müssen. Oder ja, können. Freust dich immer wieder, wenn du eine Münze einsammelst, ne? Ja. Dann sind die Bomben wieder. Und der Moon? Ja, im Raum. Sehr angenehm. Okay, Alter, was ist denn das für ein Run? Ja. Die macht es mit dir. Aber sowas von. Ey, da ist die 3-Dollar-Note. Das heißt, in jedem Raum ein anderer Brimstone. Jo. Ein Brimstone kann halt auch nicht überschrieben werden. Das ist das Geile. Nicht, dass du irgendwie mal zwischendurch Ibekack hast oder so. Hatte es mal. Damals. Als die Challenge anfing. Als es noch eine Challenge war. Ja. Weil jetzt ist es noch eigentlich wirklich ein normaler Run mit einem schnellen Ende im Endeffekt. Wurden wir gerade getroffen oder? Nö. Wieso? Ich war gerade blöd verwirrt. Ist da gerade eine Bombe explodiert? Ja. Und hat die mich getroffen? Nee. Weiß ich nicht. Reinkommen, weil. Alles klar. Du hast versteinerte Schüsse. Hab ich? Ja. Gute Sache. Also Marms Eis ist, glaube ich, oder so, ne? Ja. So geil, wenn ihr euch immer unbedingt. Angeschissen. Ja. Kommt ihr mit? Würde ich jetzt nicht machen. Nee, wir haben ja durch die Rainbow Tears kommt das ab und zu mal. Eben. Ist jetzt nicht so wichtig. Ja, ist beinahe ohne das Item da reingesprungen. Bisschen mehr Speed. Speed! Okay. Ach oh. Ich hab ihn nicht mehr gesehen.
ist praktisch. Ja. Nur noch rote Kisten? Oh, ich hab Schlüssel, also. Ist das andere schon cooler? Ja. Wobei der Lack, na gut, es ist halt für unser Rainbow-Effekt. Scheiße, man muss getroffen. Okay, dreifach Schüsse gehabt. Hab ich ja gewusst. Hast du gar nicht geschossen am Anfang? Nee, na, ich wollte erstmal an denen vorbei. Na, ich mach's mal hier. Schöne viele Spinnen. Ah ja klar. Wie hast du den Dreifachschuss? Klingt so schön tief. Richtig. Justice. Justice. Vollbombe. Oh. Ich sag nichts mehr. Ja, gut. Also Ben ist schon ziemlich pro, ne? Also ja, das habt ihr ja gemerkt, der hat jetzt inzwischen nochmal sich das Spiel gekauft auf einem anderen Account, hat es dreimal durchgespielt und weiß jetzt, wie die ganzen Tricks gehen. Scheiße, sag mal, sieht man da oben die Cheat Engine? Ach, hast du die mit eingeblendet? Ah, verdammt. Das ist fast keine Bombe mehr. Nee, war ganz schön viel eingesetzt. Niemals! Spinnen, ey. Wahnsinn. Aber kriegt man die jetzt immer, wenn man was killt? Eigentlich doch nicht, oder? Ne, immer wenn du einen Raum clearst. Und da wir mit dem Dünster die Räume so schnell clearen. Ja, das stimmt. Bitte, oder? Sollen wir treten? Hallo? Sollen wir uns daran gewöhnen, dass der Dünster so schnell aufgeladen ist? Boss Rush und Level Deer. Aber was. Na gut, ist ja glaube ich egal, wo wir hingehen. Da ist das hier angenehmer, das gibt Schutz. Damage. Oh nee. Gucken wir rein. Kannst du machen. Holy Shield. Tschüssi! Nee, ich hab euch ein Item geklaut. Das könntest du ja fast Damage mitnehmen. Dadurch, dass wir Holy Shield haben, fängt das schon viel ab. Das stimmt, wir kriegen ja, wenn dann überhaupt immer noch ein Herz Schaden. Ja, komm, nehmen wir mit. Du hast mich an den Untergang geweiht! Ja! Ja! Mein Plan geht auf! Wenn ich deswegen dir die Challenge verhaue. Welche dann Challenge? Du hast gar keine Challenge mehr. Aber dann musst du sie machen. Also, wenn ich du wäre, würde ich mir lieber wünschen, dass ich es schaffen werde. Mach ich da auch. Ja. So, ihr seid doof. Aber wieso wirklich mehr Schaden? Ja, ein bisschen. One-Hit oder One-Hit, wo ist der Unterschied? Jetzt hast du nicht voll getroffen. Vergiftet! Schutz! Nichts! Eine Batterie! Ja, ist gut zu wissen. Kannst du dann noch holen? Ja. Schön, dass sie allein sind, komm, Mensch. Ja. Verpiss dich! Also, Drehbomben ist irgendwie wenig, oder? Mhm. Aber es ist schon die ganze Zeit so. Das ist, eine Batterie. Ah, sie ist unter Strahl. Batterie ist, wie gesagt, gut zu wissen. Ist einfach durch den Raum, oder? Das war oben hinten einer. Ja, das war auch irgendwo was. Oh, Holy Shield. Sehr gut. Wie gesagt, das ist geil. Ja. Puh. So, ein Reiter wetten und zwar tot. Naja, Krebs ist ganz nah vom Tod. Nahtoderfahrung. Laser. Laser, wie du noch nie gelasert hast. Was ist es? In Rage. Krampus. Nein. Naja, das ist. Na gut, das lohnt sich jetzt nicht.
Wahrscheinlich nicht. Meinst du? Ach, vielleicht doch. Ich denke nicht. Versuch es. Ich bin schnell. Die anderen Räume lohnen sich nicht. Ja, die Frage ist halt, ob du mit reinkommen willst. Weil du musst halt bloß, wenn du das erste Mal getroffen wirst, musst du reinkommen. Mhm. Weil dann verbrauchst du ja nichts. Das stimmt. Und ich habe ja nur das halbe Herz. Könnte man sogar dann fast überlegen, aber nee. Die Karte war ein Kreuz. Ich habe Panik gehabt und mein Item eingesetzt. Okay. War viel im Raum los. Ich sag mal, man kriegt das ja schnell wieder aufgeladen in drei Räumen. Ja. Hier nicht. Aber mal gut Glück. Kein Glück. Und noch Scheiße drin. Sehr schön. Kommst du bloß auf? Ich hab zwar irgendwie. Achtung, Bombe, hinter dir! Ja, wir haben ja noch Holy Shield. Wäre auch egal gewesen. Scheiße, das wäre immer so. Das war immer so der typische Raum. Jetzt war hier unten der Boss eigentlich. So, jetzt nehme ich das hier mit. Kann ich über Blutsporen laufen. Ach, aber das ist ja Holy Shield. Na, nochmal würfeln? Nein. Sehr geil. Schon wieder. Hatte ich gerade. Nein. Okay. Was wolltest du sagen? Ah doch, stimmt, man spielt ja mit Lazarus. Ich wollte gerade sagen, hatte ich gerade den roten Haarschopf von Lazarus gehabt. Aber man hat ja mit Lazarus angefangen. Sieht man ja auch an den einen Leben, was man noch extra hat. Ja. Was einem übrigens nichts bringt. Oh, keinen Schaden bekommen, das war nicht Spinnen. Nee, ich hab. Du hast? Also, nicht Schaden, sondern mein Holy Shield verloren. Da bist du doch drin! Ja, weil du jetzt nämlich 4 Herzen hast. Ist voll safe und so. Spielst du? Spiel. Yeah. Juhu! Goodies! Bringt man leider nichts, wenn wir beim Holy Shield. Okay, wir hatten gerade Flammenschiff. Also Schuss. Oh, wird schon durch den großen Raum gehen. Sehr nice. Praktisch. Da ist der Raum sehr simpel, muss man sagen. Sehr schön, dass man hinten nochmal alles weghaut. Ja. In dein Gesicht. Das Spinnen, ey. Aber die werden es natürlich jetzt auch schön angenehm machen. Geil, dreifach Schuss. Ich weiß gar nicht, hast du den Schutz im Auge oder nicht? Nee. Wurde nicht getroffen, obwohl ich eigentlich fast schon im Laser war. Alter, es geht doch noch weiter. Okay. Dass das möglich ist, wusste ich nicht. Aber die Kohle? Immer die gerne. Kohle. Weiß gar nicht, ob das damit synergiert. Ach so. Oder wir müssen einfach. In Himmel. Ja, wir müssen Isaac besiegen, gehe ich davon aus. Aber ich sag ganz ehrlich, mit dieser Ibekak-Kombo, bis Isaac kommt und den auch noch killen. Ich will's ja nicht sagen, aber das haben wir schon mal geschafft. Also. Aber ich glaube, ich muss danach dann erstmal zu jeglicher Religion irgendwie beten gehen für das. Für diese Chance, die ich hier bekommen habe. Jetzt mal ganz ehrlich. Wirklich super eklig, was du alles hier mitgenommen hast. Das sah schön bunt aus. Das hab ich auch gedacht. Irgendwie, du hattest einen rosa, ich hatte einen grün und einen roten. Nee, ich hatte rot und dadurch, dass ich nach unten bin, hatten wir dann praktisch die Farbmischung übereinander. Und deswegen war dann noch orange zwischen drin. Baden, hallo. Gibt's nicht bei uns. Aber nicht. Alter Schwede. Das ist mein Run. Also, vielleicht sollten wir heute irgendwie so 50 Folgen aufnehmen. Ich wollte eigentlich sagen, du solltest dann auch aufhören mit Spielen, sonst ist es besser. Weißt du, was Geilste ist? Da. Super geile Schlüssel. Kann ich über Stacheln rennen. Weißt du was, Flo?
Wahnsinn. Und übrigens. Oh, der war tief. Ah. Der sitzt nur in der Hose. Ah, Flo, wir müssen aufhören. Geschwurzt. Ich habe mir in die Hosen gekackt. Was machst du denn? Weißt du, dass ich mit diesen Geistern nicht klarkomme? Du bist mein allerbester Freund. Alter. Was ist denn hier noch los? Also, wir sollten uns den Seed, glaube ich, mal aufschreiben. Was ist Seed? Oder falls ihr bis hierhin geguckt habt und selber diesen Run nachspielen wollt, da habt ihr den Seed. Da muss man dann ja nicht mal mit Ibekak anfangen. Das ist schön angenehm. Ach, vielleicht muss man mit Ibekak anfangen, damit das so cool wird. Yay, Steam Sale! Das hab ich mir schon immer gewünscht. Das ist wichtig. Alter, das ist doch eklig. Ja, da war einer. Wurde gebrochen. Cool. Oh, das war gar kein Gegner. Da kommt einer. Oh, der wird natürlich. Alter, was ist denn jetzt los gerade? Konzentriert dich nicht auf mich, also das macht ein Ding. Ich hab mein Schild noch und. Alles klar. Kann, also ich bin noch recht angenehm gerade im Ausweichen. So, rastet aus! Müssen wir nicht mal langsam alle haben? Bin unterwegs. Wurde immer noch nicht getroffen. Oh, eklig. Sehr, sehr geiler Raum. Hat mir gefallen. So, Isaac? Ja. Warum sind hier? Schild ist weg. Ah! Okay. Sorry. Nee, macht nichts. Ich hab mein Schild zumindest noch. Uiui. Gut gestanden. Ich bin ein gestandener Mann. Was denn ich? Okay, der fliegt und kriegt trotzdem den Slow-Effekt. Das ist mir auch mal. Schade, das ist schlecht irgendwie. Aha, wohl die Shield verloren. Schnell bist du, das muss man sagen. Ja, zum Glück. Fuck. Bitte nicht. Jetzt. Alter, wer hat dich noch getroffen? Aber Lazarus wäre doch eben im selben Raum wieder aufgetaucht, oder? Aber wie hat er dich trotzdem noch getroffen? Also kam da noch ein Schuss geflogen? Da kam noch eine Träne, ja. Juhu! Ich hab die Challenge geschafft und wir haben den Suicide King bekommen. Was war das für eine Karte? Keine Ahnung. Der Suicide King ist doch die Challenge. Aber haben wir jetzt eine Karte bekommen, oder war das... Das ist einfach nur der Erfolg, dass wir das geschafft haben. Okay. Ich dachte, das war hier eine Spielkarte, die wir gekriegt haben. Sah so aus, aber ja. Kannte ich nicht. Alles klar. Jo, ich habe die Challenge geschafft, Flo. Wir sind fertig. Du bist so gut. Das hab ich mir auch gedacht. Schon, also das letzte Mal gefailt hast. Schon eine ganze Weile her. Ja. Vor Wochen. Ja. Monaten. Auf fast jeden Jahren. Fall. Ja, so viele Folgen haben wir noch nicht. Ah, kommt noch. Okay. War es ein Versprechen? Ja. Ja. Ich denke mal, Drohung. Bei Folge 1000 hören wir auf. Nee, wir machen es dann wie Gronkh. Wir machen keine Folge 1000, sondern 999.99 oder so. Ja. Auf jeden Fall, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn Flo Lazarus spielt. Genau. Und ja, wir wünschen euch noch einen wunderschönen guten Tag. Und Flo sagt jetzt Tschüss. Tschüss. In my pants. Tear me apart.